gerade zu, oder? Ja, wunderbar. Zeichnest du schon auf? Ja. Hallo. Nein, also ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Vortrag Joomla Templates for Beginners. Ich habe dieses Jahr mal gedacht, machst du mal was ganz Low-Level. Normalerweise, wer mich kennt, bin ich immer gleich High-Level und die meisten Leute schalten ja schon immer nach 10 Minuten irgendwie ab und kommen nicht mehr mit. Und da hat mir Alex mal ans Herz geraten, mach mal ein bisschen niedriger und nicht so viel. Er hat aber nämlich mal gesagt, ich weiß nicht, in Hamburg auf seiner letzten Präsentation hat er gesagt, wenn er sich mit mir unterhält, ist es wie, als wenn er sich mit einem Spanier unterhält, er versteht gar nichts. Und ja, eins vorweg, es geht in diesem Vortrag relativ viel um Code. Ich erkläre euch Step für Step, wie ihr halt ein Template anlegt. Und ja, das ist so die schlechte Nachricht, sage ich mal. Die räumen wir mal als erstes weg. Es geht heute viel um Code. Am Ende eines Themas könnt ihr mir gerne Fragen stellen. Und damit ihr Bescheid wisst, wann das Thema zu Ende ist, sieht der Bildschirm dann so aus. Und dann dürft ihr mich gerne löchern. Die zweite gute Nachricht ist, ihr braucht das nicht alles mitschreiben, sondern ihr könnt hier oben auf diesen Link hier gehen und da findet ihr meine komplette Präsentation. Und wenn ihr auf diese Präsentation klickt, dann könnt ihr auch hier unten auf diesen Link klicken und dann kommt ihr zu dem Template, was wir heute Schritt für Schritt erstellen. Das befindet sich auf GitHub, das Template, und ist versioniert mit verschiedenen Versionsnummern und jede Versionsnummer ist halt dementsprechend ein Step, wo wir jetzt gerade in der Präsentation sind. Und die nächste gute Nachricht ist, das, was wir heute machen, ist nicht die beste Lösung, die es gibt. Ich möchte euch einfach nur ans Herz raten, wie könnt ihr anfangen, aber wie sagt man so schön, viele Wege führen nach Rom und das solltet ihr euch ein bisschen merken, anwenden, aber es ist jetzt nicht, sag ich mal, die beste Lösung, die man anwenden kann. Da gibt es immer bestimmt irgendjemanden, der hat was Besseres rausgefunden oder geschrieben. Kommen wir jetzt zu dem eigentlichen Thema. Heute geht es halt um Joomla-Templates und wer von euch hat schon mal mit Joomla-Templates zu tun gehabt? Okay, dann ist das wahrscheinlich für euch heute sehr low-level. Wir haben zwei Arten von Joomla-Templates, die es gibt. Zum einen haben wir die Backend-Templates und wenn wir Joomla installieren, haben wir zwei Stück. Und das ISIS ist halt das Backend-Template, was jeder eigentlich von euch kennen sollte. Das sieht so aus. Die andere Template-Art, die wir haben, sind Frontend-Templates. Das ist, wenn wir Joomla installieren, ist es Protostar. Das sieht so aus. Das sind die Template-Arten. Damit ihr heute ein bisschen wisst, wie es vorangeht, als erstes zeige ich euch, wie ihr Template-Strukturen anlegt. Das heißt, ich werde euch jetzt gleich zeigen, welche zwei Dateien braucht ihr überhaupt, um ein Template zu installieren. Dann gehen wir nachher auf Module ein. Was sind Module? Dann zeige ich euch, wie ihr im Template Parameter verwendet, wie ihr die ablesen, also auslesen könnt in der Index.php. Und dann an der vierten Stelle zeige ich euch einmal ganz kurz, wie ihr ein HTML-Framework wie zum Beispiel Bootstrap 4 euch einbindet in der Beta-Phase Alpha 4 und dann halt, um das Menü vernünftig auszugeben, zeige ich euch ein kleines Override, wie das funktioniert in den Templates. Wenn ihr halt mit Templates beginnt, müsst ihr ein paar Faktoren mitbringen, wissen was können und zwar zum einen müsst ihr XML-Dateien schreiben können oder lesen können. Das reicht, wenn ihr irgendwo guckt, euch ein bisschen daran hangelt. Da führe ich aber euch gleich ein bisschen durch. HTML müsst ihr natürlich irgendwie schreiben können, damit das Template auch vernünftig strukturiert ist. Also ein Head, ein Footer, was weiß ich, ein Div-Container und sowas. Das sollte eigentlich irgendjemand so ein bisschen Begriff sein, CSS-Klassen. Dann wollen wir natürlich das Template auch irgendwie ein bisschen stylen. Deswegen müsst ihr auch ein bisschen CSS können und das kann man eigentlich nie genug gut können, CSS. PHP haben wir auch, JavaScript und die Joomla-API müsst ihr auch können. Was ihr nicht können müsst, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, so ein bisschen ist WordPress. Wem das aufgefallen ist, hier steht WP Head. Ich habe leider kein anderes besseres Hintergrundbild gefunden. Ja, wenn wir anfangen mit dem Template, brauchen wir zwei Dateien. Wenn wir uns unsere Template-Ordnerstruktur angucken, haben wir eine Index.php.
Das ist die, die unser HTML-Code und sowas ausgibt. Und wir brauchen eine Template-Details, XML, das ist unsere Installationsroutine. Das braucht Joomla, um zu wissen, welche Dateien habe ich überhaupt, welche ich installieren muss, welche Parameter und so weiter und so fort. Gucken wir uns als erstes die Template-Detail-XML mal an. Wir haben oben die XML-Struktur, den Doc-Type, den oben der steht, das ist jetzt der für die Version 2.5. Das ist auch noch die, die in Joomla 3, in der 3er-Version funktioniert. Und als nächstes kommt dieser Extension-Tag in der XML-Datei. Und den haben wir in jeder Installationsroutine in Joomla. Und mit der ersten Geschichte, und zwar ist es nämlich die Version, das ist die Joomla-Version. Wenn wir Joomla jetzt sagen, du sollst bitte das Template installieren, guck da in der Extension, welche Version ist dort, ist das für diese Joomla-Version eine Installation, die ich installieren darf. Das heißt, wenn da jetzt zum Beispiel eine 4 stehen würde oder eine 3.7 oder sowas, dann muss ich jetzt lügen, das habe ich noch nicht ausprobiert. Ich glaube, Joomla installiert es trotzdem. Es ist irgendwann mal nachgedacht, dass Joomla sagt, okay, nein, ich darf dich nicht installieren. Das ist für eine höhere Version eigentlich gedacht, als ich eigentlich bin. Und da haben wir auch Folgendes. Wir haben halt die Major Release. Wir können aber auch noch weiter runtergehen. Wir können auch sagen, Template, du darfst nur für 3.5 installiert werden. Oder halt für 3.6. Das nächste ist der Type. Der Type erzählt, um was für einen Typen handelt es sich. Und zwar haben wir den Typen Template. Es gibt Plugins, Komponenten, Module und wir brauchen halt den Type Template. Als nächstes sagen wir, ist es ein Frontend-Template oder ein Backend-Template. Das machen wir mit Client. Dann müssen wir noch irgendwie erzählen, was ist das überhaupt für ein Template? Wir brauchen den Namen, wann wurde das erstellt, wer hat es erstellt. Dann haben wir auch noch eine E-Mail-Adresse, wäre vielleicht für irgendjemanden interessant, der mal eine Frage hat an dem Template, wenn das irgendwie installiert, dass er auch den Autor, den das erstellt hat, irgendwie anschreiben kann. Eine Webadresse und die Versionsnummer. Ist jetzt, sage ich mal, bei Templates nicht ganz so wichtig, also die Versionsnummer sollte trotzdem drin sein, hat aber einfach nur den folgenden Grund, wenn man irgendwie was updaten möchte, sagt mal, guckt der Joomla, okay, habe ich jetzt irgendwie eine Update-URL und wenn die Versionsnummer auf der XML-Datei, die ich jetzt abrufe, höher ist als die, die ich installiert habe, sagt Joomla im Backend, ah, wir haben ein Update. Solltet ihr aber nie für Templates machen, weil da Overrides und sowas drin sind und Templates updatet man eigentlich nie. Solltet ihr nicht machen. Höchstens, ihr habt irgendwie ein Framework, wie zum Beispiel Useem oder sowas, die updaten immer nur ihr Framework, aber nicht die ganzen Override-Dateien, weil sonst habt ihr irgendwann, ruft jemand an und sagt, meine ganzen Overrides sind weg. Was habt ihr da gemacht? Also, ja. Kommen wir zum nächsten Abschnitt, und zwar die Files. Ihr müsst einmal sagen, okay, welche Files sind in diesem Template? Und zwar haben wir ja die Index.php und die Template, die Details, XML. Wenn wir uns die Index.php angucken, haben wir jetzt hier im Moment nur rudimentär unseren HTML-Code drin. Das ist das, womit ihr anfangen müsst. Ihr braucht einen HTML-Tag, damit sagt ihr dem Webbrowser, pass auf, das, was jetzt kommt, ist HTML-Code. Der Head, da kommt sowas rein wie JavaScript, CSS, ein Title, Meta-Description und sowas, für Styling und sowas. Dann habt ihr den Body, das ist das, was ihr seht. Body ist immer das, was der Browser ausgibt. Alles, was im Head ist, werdet ihr nicht sehen. Kommen wir zu der Joomla API. Und zwar haben wir mit einem Tag, das sagt euch jeder wahrscheinlich, GDoc Include. Aber was macht GDoc Include überhaupt? Joomla geht halt die Index.php durch, sucht nach diesem String, also er passt die Datei durch und sagt, okay, hier habe ich jetzt ein GDoc Include, da muss ich irgendwas machen. Er speichert sich das in der Variable und dann brauchen wir einen zweiten Parameter, und zwar den Renderer, den Rendertypen. Und hier haben wir den Rendertypen Component. Das heißt, Joomla sagt, okay, GDoc Include, Type Component, A, das, was da jetzt rein soll, ist die Komponente, was ich da rein rendern soll. Dann haben wir noch den Typen Message. Die Message ist, keine Ahnung, wir haben einen Artikel, wir speichern den ab, dann sagt er, wurde erfolgreich gespeichert. Das ist die Message. Solltet ihr immer in einem Template drin haben. GDoc Include Type Message. Damit das jeden Begriff ist, wenn ich mich falsch einlogge, ist es das oben, Warning, das ist das, was der Message Type ausgibt. Als nächstes haben wir den Head. Der Head ist das,
was Joomla automatisch generiert, wie ein Titel, JavaScript-Dateien. Und als nächstes haben wir den Rendertypen Module. Und das sind vier Rendertypen, die Joomla hat. Und bei Module müsst ihr noch einen zweiten Parameter angeben, und zwar nämlich den Modulpositionsnamen, damit er überhaupt weiß, was soll ich da überhaupt reinrendern. Und damit Joomla halt auch, wenn man ein Modul anlegt, hat man ja rechts so eine Möglichkeit zu sagen, okay, das Modul, was ich jetzt anlege, soll auf die und die Position. Und damit diese Position global bekannt ist, muss ich in meiner Template-Details-XML diese Modulposition bekannt geben. Das mache ich mit Positions. Position ist dann halt jede Modulposition. Und ihr schreibt dann den Namen rein von Debug. Das ist also, wir haben hier den Namen Debug und den müsst ihr dann in der Template-Detail-XML müsst ihr da angeben. Wenn das interessiert, ich weiß nicht, ob jeder schon mal Debug angeschaltet hat, sollte aber jeder mal gemacht haben. Debug, wenn er im Systemeinstellungen reingeht, wird das hier unten ausgegeben, wenn er Debug anschaltet. Wenn das interessiert, wie man das anschaltet, ihr geht in Konfiguration und sagt System Debuggen auf Ja und dann wird dort dementsprechend im Frontend das Debugging ausgegeben. Das gleiche funktioniert auch, wenn zum Beispiel die Sprache debuggt. Immer Modulposition Debug gehört in jedes Template und immer unten nach jeder Anweisung, was ihr an HTML-Code schreibt. Schreibt es immer unten Debug-Modus, es sei denn, ihr wollt es irgendwie oben oder sowas haben, aber meistens gehört die Position Debug nach unten. Dann sollte ein Template immer eine Beschreibung haben. Da schreibt ihr aber bitte nicht einfach nur Beschreibung rein, weil Joomla ist ja mehrsprachig, also benutzt ihr einen Sprachschlüssel. Der Sprachschlüssel setzt sich meistens immer zusammen aus TPL, Underscore, der Template-Name und dann, was will ich da überhaupt übersetzen. In unserem Fall ist es XML Description. Damit die XML-Description halt auch übersetzt wird, brauchen wir neue Dateien in unserem Template. Dafür legen wir einen Ordner an Language und sagen, um welche Sprache handelt es sich. Wir haben jetzt hier im Moment die englische Sprache, also legen wir einen Unterordner, also ENGB, das ist unser Sprachschlüssel an für Englisch, und haben zwei Dateien, eine sysini und eine ini. Und wichtig ist immer, dass ihr den Sprachschlüssel schreibt mit einem Punkt, dann schreibt ihr TPL, Underscore und dann den Namen vom Template. Und dann kriegt Joomla automatisch das mit, dass das die Sprachfile ist. Und wenn wir uns eine Sprachdatei angucken, und zwar die sysini, schreibt ihr da die TPL GDAY XML Description. Das ist der Sprachschlüssel. Das muss ich nochmal umändern in meine Präsentation. Nennt sich im Fachjargon Sprachschlüssel. Und dann schreibt ihr da die Übersetzung rein. Klar ist jetzt, weil es eine deutsche Präsentation ist, habe ich es da jetzt einfach mal in Deutsch hingeschrieben. Das ist die Übersetzung. Das heißt, wenn ihr das Template installiert, dann kriegt ihr halt diese Beschreibung ausgegeben. Und die Template-Beschreibung braucht ihr auch nicht nur in der sysini. Jetzt habe ich eine Folie übersprungen. Die sysini muss natürlich auch die Debug-Funktion, also die Debug-Position enthalten. Hat einfach folgenden Grund, klar, Joomla liest das ein, Debug und gibt das aus, wenn ihr Module auswählt, die Position. Ihr könnt aber natürlich ja auch sagen, wenn ihr in eurem Modul irgendwie die Position left oder right habt, da wollt ihr es im Deutschen ja nicht left oder right haben, sondern vielleicht rechts oder links oder rechts vom Content oder für den Kunden. Dann könnt ihr Modulposition so benennen in eurem Template. Und das muss in die sysini. Da komme ich gleich zu, warum die in die sysini muss. Na, wir haben hier den Template-Namen drin, das ist die Modulpositionsnamen. Dann gibt es aber auch noch die ini-Datei. Die ini-Datei wird aufgerufen, wenn ihr das Template installiert habt und ihr seid im Template-Manager und ruft das Template auf. Da gehören alle Übersetzungen rein. Wer sich schon immer gefragt hat, warum brauche ich eine sysini und warum brauche ich eine ini, hat einfach folgenden Grund. Die sysini wird immer, also die System-ini wird immer nur dann geladen oder wird überall geladen in Joomla, wenn ich eigentlich nicht das Template aufgerufen habe. Das heißt, wenn ich im Module drin bin, geht er und sucht die sysini und lädt die Sprachfiles. Wenn ich in der Übersicht der Templates bin, lädt er die Systemini. Habe ich das Template noch nicht installiert, holt er sich auch die Systemini und liest die ein. Und die ini ist immer nur dann, wenn ich in der Ansicht bin von dem Template. Wir haben zwei Möglichkeiten, Language-Files zu installieren,
beziehungsweise anzugeben. Das eine ist die Möglichkeit, dass wir den Language-Tag mit angeben, mit dem Folder, und schreiben dann komplett unsere Language-Files rein. Hat folgende Funktion: Wenn ihr das Template installiert, geht jetzt Joomla daher und nimmt eure Sprachfiles und kopiert sie in den Language-Folder-Ordner von Joomla. Die andere Möglichkeit ist einfach, dass ihr den Foldernamen angebt. Dann braucht ihr nicht irgendwie die ganzen Sprachdateien auflesen und mit Language-File und sowas da unten aufzufügen, sondern ihr geht einfach rein und sagt, okay, Folder, Language. Hat noch einen anderen Vorteil, und zwar bleiben die Language-Files in dem Template-Ordner. Das heißt, wenn ein Template irgendwie mal bearbeitet, braucht ihr nicht immer rumgehen und in den Language-Folder-Ordner gehen und die Language-Files da raussuchen, sondern ihr habt die immer gleich in dem Template. Der zweite Vorteil ist, wenn irgendjemand auf die Idee kommt, keine Ahnung, ihr habt das Template auch in Türkisch und jemand installiert aus Versehen die türkische Sprache, dann ist euer Sprachfile in Türkisch von eurem Template weg. Wenn ihr das so macht, bleibt die türkische Sprachdatei immer in dem Template. Wenn ihr das anders macht, so, dann ist eure Sprachdatei, wenn irgendjemand die Sprache deinstalliert, ist sie weg. Und sozusagen haben wir dann auch unsere neue endgültige Struktur, um sozusagen das erste Template zu installieren. Wir hätten das auch installieren können ohne den Language-Ordner, aber ich finde das immer besser, wenn man gleich die Language-Files mit drin hat. Und dann können wir auch das Joomla-Template installieren. Und um das zu installieren, ich habe jetzt einfach den Code schon in meine Joomla-Installation reingeschrieben. Ich habe keine ZIP-Datei oder sowas erstellt, sondern ich bin einfach in meinen Joomla-Ordner reingegangen, habe mir den Ordner Templates rausgesucht, habe dann Ordner G-Day angelegt und habe da die Files drin. Wenn ich das jetzt installieren möchte, gehe ich auf Joomla, gehe ich auf Erweiterung, Verwaltung, überprüfe und dann wird mir das Template dort ausgegeben mit den Versionsnummern, das Erstellungsdatum, den Autor und ich wähle das aus und sage auf Installieren. Dann kriege ich die Template-Beschreibung ausgegeben, kann dann über Erweiterung Templates, das ist jetzt sehr schnell, das Template auswählen, dann kriege ich da auch dementsprechend meine Beschreibung und so aus der INI-Datei ausgegeben und sage, du bist jetzt das Standard-Template. Und wenn wir jetzt ins Frontend gehen, haben wir unser erstes Joomla-Template installiert und haben jetzt einfach nur die Komponente ausgegeben. Das müsste jetzt, glaube ich, irgendwie vom Menüpunkt der Seitentitelname sein, der da ausgegeben wird. Unser Template ist installiert. Ja, okay. Statt alles rein, die. Es hat einfach damit zu tun, wenn du alle Sprachanweisungen in einer Datei hättest, dann müsste Joomla, egal wo du bist, ob du auf Beiträge oder sonst was bist, immer komplett die ganzen Dateien einlesen und dadurch würde Joomla extrem langsam werden. Deswegen teilt man das in eine System-INI, schreibt da nur die nötigen Sachen rein und dann ist man durch. Also ich wiederhole nochmal kurz die Frage für das Mikrofon. Das brauchst du nämlich nicht machen, das habe ich nämlich vergessen. Die Frage war eben gerade, warum hat man überhaupt zwei Sprachdateien? Und das habe ich eben gerade beantwortet. Ich habe jetzt nur die Frage wiederholt. Die nächste Frage. Es ist... Genau. Die Frage war jetzt gerade, ist es okay, immer den Language-Folder in der Komponente oder Modul oder sonst was immer zu lassen? Das ist nämlich also die zweite Lösung, die ich eben gerade gezeigt habe. Zu sagen, okay, ich nenne in den Files den Folder Language-Namen und die Sprachfiles bleiben da. Ja, das ist okay. Das weiß ich jetzt so auf Anhieb nicht, aber ich glaube schon, klar, ja doch, Wert. Und zwar, das sieht man, wenn man die Sprache debuggt, dann sagt er immer, Language-File nicht geladen, zählt die auf, die er eigentlich sucht und darunter wird dann angezeigt, die Sprachfiles habe ich geladen. Können wir nachher nochmal gucken. Okay, noch irgendwelche Fragen? Okay. Wenn wir das Template installiert haben, wäre es natürlich auch irgendwie schön, wenn wir irgendwie ein Preview haben, wie das Template aussieht. Dafür gibt es die Template-Thumbnail-PNG und das führt einfach dazu, wenn wir das im Ordner haben, dass wir ein Preview haben, wie das Template aussieht. Dann gibt es halt noch die Template-Preview-PNG. Das Template-Bild wird angezeigt, wenn ich mir die Template-Vorschau anzeigen lasse. Ich mache jetzt mal ein
ein bisschen schneller. Ich glaube, die meisten kennen das. Wenn ich eben halt diese beiden, die beiden Bilddateien habe, lege ich die mir in meinen Template-Ordner und muss das natürlich ja auch in meine Template-DTXML neu angeben. Und das mache ich da. Und sozusagen weiß Joomla, okay, ich habe da noch zwei Bilddateien, die muss ich installieren. Füge das da ein. Und so sieht dann unsere Startseite aus. Kommen wir zu ein bisschen PHP. Und zwar ist es bei Joomla so, ich hätte jetzt, so wie ich die Index.php geschrieben habe, in der URL oben reingehen können, Template, GDay 2016, Index.php und hätte die aufrufen können. Und da sagt Joomla, alles was PHP-Dateien sind, braucht ein JExit. Und zwar hat es damit einfach zu tun, dass DefineJExit, oder wie auch immer das ausgesprochen wird, sorgt dafür, also das Wert von der Joomla Factory, also wenn das instanziert wird, die komplette Joomla-Geschichte, man geht auf die Index.php-Datei von Joomla, also die Startseite, dann wird alles definiert, die Config wird eingelesen und da wird auch einmal JExit definiert. Und da passiert jetzt einfach Folgendes, ist das nicht definiert, dann brichst du ab. Das heißt, ich kann die Datei, alles was da unter am PHP-Code kommt, wird nicht ausgelesen, hört einfach auf, die. Und das müsst ihr immer in eure Index.php, in jeden PHP-Kram, müsst ihr immer oben das reinspeichern, das ist einfach ein Sicherheitsfaktor. Dann brauchen wir natürlich irgendwie auch in HTML, was für eine Sprache haben wir und in welche Leserichtung. Das ist jetzt mal, sag ich mal, HTML, PHP. Das heißt, wir haben, hier steht dann nachher in Deutsch de-de, und hier steht dann LTR, left to right. Fragen? Okay. Jetzt haben wir natürlich so eine hässliche Startseite gehabt. Jetzt wollen wir natürlich irgendwie CSS und JavaScript einbinden. Dafür lassen wir uns einmal kurz die Ausgabe anzeigen. Und zwar ist das den Quelltext. Wenn wir unsere Startseite angucken, befindet sich das in unserem Head. Das ist das, was JDoc Include Type Head ausgibt. Relativ viel, vieles davon brauchen wir nicht, zeige ich auch gleich, wie man das aufräumt. Aber da sehen wir auch schon, dass da JavaScript-Dateien eingebunden werden. Wir haben unseren Titel, Generator, da steht dann halt, mit was wurde die Joomla-Seite erstellt, unseren Base-Pass und ja. Jetzt legen wir uns eine CSS-Datei an und sagen Background Red. Und hier unten seht ihr auch immer gleich für jeden ersichtlich, welche Datei, also der Code, zu welcher Datei gehört das. Also, wir legen uns eine CSS-Datei an. Ich sage, Body, du bist jetzt rot im Hintergrund. Dann legen wir uns noch eine JavaScript-Datei an und lassen uns, wenn die ausgegeben wird, wird geladen, ausgeben. Und wenn wir uns dann die neue Ordnerstruktur angucken, haben wir zwei Ordner, CSS und JavaScript. Da sind unsere beiden Dateien drin. Wir müssen dann natürlich auch in the Template Details XML anpassen und die beiden Folder angeben und sozusagen würden dann auch die Dateien mit übertragen in der Installationsroutine. Wenn wir uns jetzt die Index.php angucken, müssen wir auch irgendwie dafür sorgen, dass CSS und JavaScript geladen wird. Was brauchen wir dafür? PHP-Code. Und zwar GFactory GetDocument. Generiert eine Instanz von GDocument HTML. Das ist eine Joomla-API-Geschichte, die sorgt dafür, dass wir den Head mit Sachen befüttern können. Da gibt es verschiedene Methoden drin. Und die erste Methode, die wir davon brauchen, kommt gleich. Ich möchte nur einen kleinen Tipp geben, weil wir haben ja den Template-Pass, also den Template-Folder-Namen. Den will ich nicht andauernd permanent komplett immer abschreiben, wenn ich irgendwelche CSS-Dateien oder JavaScript-Dateien einbinde. Also schreibe ich mir den einmal in eine Variable, die nenne ich tpass. Sag, die Base-URL ist immer das localhost oder was weiß ich, joomla.de. Dann sage ich gefolgt, guck in den Template-Ordner und this Template ist immer der Template-Name von dem Template, was jetzt gerade geladen wird. Das heißt, wenn ich die Template.php habe, steht immer in this Template mein Template-Name drin. Und dadurch habe ich den kompletten Template-Folder-Namen gespeichert in tpass. Möchte ich jetzt CSS hinzufügen, habe ich ja die Doc-Instanz und da gibt es eine Methode, die nennt sich addStyleSheets. Und dann sage ich in den Klammern tpass
und sage dann, okay, ich will jetzt meine CSS-Style-Datei haben und sage dann CSS, Style CSS. Und wenn wir uns jetzt den Head angucken und neu laden, dann sehen wir, dass unser Style-Sheet ausgegeben wird. Und unsere Startseite sieht so aus. Das gleiche können wir auch mit JavaScript machen. Und die Folie muss ich mal löschen, der hat da nichts zu suchen. Das gleiche können wir auch mit JavaScript machen. Und zwar einfach mit der Methode addScript. tpass, JS und wir haben unsere JavaScript-Datei eingeladen. Und wenn wir uns jetzt den Head angucken, refreshen, dann wird uns das ausgegeben. Und wenn wir uns die Startseite angucken, wird geladen, ausgegeben. Jetzt haben wir in dem Head relativ viel, was wir eigentlich nicht benötigen. Ich möchte immer gerne irgendwie meine eigene JavaScript-Datei, jQuery-Datei haben, meine eigenen CSS-Geschichten und sowas. Also schmeiße ich erstmal alles raus, was ich nicht benötige. Und dafür muss ich mir erstmal im Klaren sein, was will ich rausschmeißen. Ich möchte zum einen möchte ich nicht den Generator haben, vielleicht will ich den umbenennen oder ich schmeiße ihn raus. Und zum anderen muss ich raussuchen, welche JavaScript-Dateien will ich rausschmeißen. Das sind die roten. Und unten haben wir noch JavaScript-Text, sogenannten Inline-Code. Das andere sind Requests, das sind Dateien, die einfach so eingebunden werden. Und unten haben wir Inline-Code. Um den rauszuschmeißen, schreibe ich mir in meine Index.php ein bisschen HTML-Code. Und zwar mache ich mit thisSetGenerator0, lösche ich den Generator. Dann schreibe ich mir hier in, sieht ihr meinen Mauszeiger? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? genau, SetGenerator und mit File.js, das ist ein Array, da schreibe ich mir jetzt einfach rein, welche JavaScript-Datei möchte ich rausschmeißen. Das wird nachher mein neues JavaScript-Skript sozusagen. Ich hole mir hier aus dem Document die Skript, die er generiert hat. Also das geht jetzt auch sehr tief, guckt euch das einfach an. Ich will einmal nur kurz erklären, ich gehe hier in dem ForEach einfach durch, welche JavaScript-Dateien möchte ich nicht haben. Und wenn er die dementsprechend findet hier, dann sagt er, du wirst nicht hinzugefügt. Und hier unten baue ich mein Skript neu zusammen. Hier unten lösche ich meinen Inline-Code. Und wenn ihr die Präsentation euch später anguckt, nehmt die Präsentation, guckt euch die auf dem Video an. Wenn ihr irgendwelche JavaScript- oder CSS-Geschichten rausschmeißen wollt, könnt ihr dieses Skript hier benutzen. Und wenn wir uns dann den Head angucken, sieht er so aus. Alle JavaScript-Dateien, die wir definiert haben, sind rausgeschmissen und wir haben die Inline-JavaScript-Geschichte haben wir mit String-Replace haben wir 0 eingefügt. Deswegen haben wir hier auch noch ein bisschen steht da jetzt gerade nichts drin und unser Head ist aufgeräumt. Fragen? Wie bitte? Die JavaScript-Dateien kommen aus dem Core. Sobald was ausgegeben wird, wird immer das ausgegeben. Und dann gibt es noch eine andere Geschichte. Ich weiß gar nicht, hatte ich das jetzt hier drin? Nein. Und zwar, manchmal werden HTML, also PHP-Dateien, steht oben GHTML Bootstrap. Dann hast du auch noch das Problem, dass ab und zu auch noch Bootstrap aus dem Core geladen wird. Das musste man dann hier auch hinzufügen und rausschmeißen. Kommen wir zu Module. Module hatten wir eben gerade schon, und zwar das Debug-Modul. Um ein anderes Modul irgendwie zu laden, wir müssen ja auch irgendwie unser Template stylen oder so. Im Moment haben wir ja nur die Component und ein Debug. Vielleicht wollen wir ja auch irgendwie ein Menü oder ein Logo oder sowas haben. Müssen wir uns natürlich irgendwie auch Module reinladen. Dafür geht ihr in eure Index.php. Und macht wieder das gleiche, gdoc include type modules und den Namen, Logo. Dann steht euch die Position Logo zur Verfügung, die müssen wir natürlich auch wie in unser Template Details XML mit angeben, damit die bekannt ist, ansonsten kann ich die nur hardcoden in dem Modul. Entschuldigung. Und wenn wir uns das jetzt mal genauer angucken, haben wir noch die Möglichkeit, Parameter mit anzuhängen. Wir haben die Möglichkeit, nämlich den Style-Attributen anzuhängen und der sorgt nämlich einfach nur dafür, dass wenn ich ein Modul
Also Modul hat ja immer einen Content, der ausgegeben wird. Keine Ahnung, wenn ich ein benutzerdefiniertes Modul habe mit einem Text oder sowas und gebe das aus, dann wird ja nur der Text ausgegeben. Jetzt habe ich natürlich auch noch die Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass um dieses Modul irgendwelche Sachen rumgerappt werden, um das zu stylen. Und weiß nicht, kennt jeder von euch HTML5? HTML5 ist ein Modulstil aus dem System-Plugin. Und in dem System-Plugin haben wir folgende Modulstile. Non, HTML5, Table, bla bla bla, also die da jetzt so stehen. Und das sind welche, die sorgen einfach dafür, dass bestimmte HTML-Code um das Modul gerappt werden, damit das verschieden ausgegeben wird mit irgendwie runden Klammern oder als Tabellenlayout. Und um das einmal zu zeigen, wo ihr das auswählt, ist, wenn ihr auf ein Menü geht, auf ein Modul geht und das anlegt, habt ihr folgende Möglichkeit. Ihr geht auf Erweitert und unten findet ihr Modulstil. Und da könnt ihr den Modulstil auswählen. Das heißt, wenn wir uns das hier nochmal angucken, hier habe ich die Position Logo. Da könnte ich jetzt Style-Attribute ranhängen, HTML5. Dann würden alle Module, die auf dieser Position geladen werden, mit dem Stil HTML5 ausgegeben. Ich kann aber auch das überschreiben, indem ich hier auf Erweitert geht, Modulstil, hat man eben gerade gesehen, steht vererbt. Ich kann das nochmal neu starten. Modulstil oben steht vererbt. Und wenn ich jetzt aber einen auswähle, wird dieser Stil genommen. Das heißt, wir können Modulstile für bestimmte Module überschreiben. HTML5 sorgt einfach dafür, dass zum Beispiel die Überschrift ausgegeben wird. Wenn None lässt und irgendwie einen Modultitel eingibt und sagt, das wird angezeigt, soll angezeigt werden und wird nicht ausgegeben, da sollte man sich im Klaren sein, okay, wenn ich einen Modulstil ohne irgendwelchen Style angebe, wird der Titel nicht ausgegeben. Wir können aber auch eigene Modulstile anlegen in unserem Template. Das heißt, im Grunde genommen haben wir nicht nur HTML5, sondern x-beliebig weitere Modulstile. Und die werden folgendermaßen aufgebaut. Ihr legt in eurem Template einen Ordner an HTML und dort drin ist eine Datei, die nennt sich modules.php. Und in die schreibt ihr wieder oben, defined, das habt ihr ja kennengelernt, und dann schreibt ihr euch eine Funktion. Und wenn ihr Modulstile euch generiert, euch selber schreibt, müssen die immer mit modchrome underscore und dann kommt der Name von dem Modulstil. Und wir legen jetzt uns einfach einen Modulstil an gday und ich möchte einfach einen div-Container haben, der um dieses Modul, also um den Modul-Content ausgegeben wird. Damit das so funktioniert, gehe ich rein, sage Logo und erweitere halt einfach mein Style mit Style gday. Und so sieht das dann aus. Und da würde dementsprechend das Logo mit der div-Klasse class gday ausgegeben werden. Euch sollte aber euch im Klaren sein, wenn ihr das so macht und ihr habt mehrere Module, die auf dieser Position geladen wird, hat jedes Modul den div-Container gday drum. Vielleicht will ich das ja gar nicht. Vielleicht möchte ich einfach, dass gday um alle Module auf dieser Position geladen werden. Dann muss ich natürlich den div-Container in meinem Template reinspeichern und lade dann in diesen div-Container alle meine Module rein. Versteht ihr den Unterschied? Ja, ne? Jetzt kann es aber ja auch sein, dass ich eine View habe, eine Ansicht, wo ich gar kein Logo ausgebe. Dann habe ich ja folgendes Problem, dass dieser Div-Container da steht, obwohl ich den ja gar nicht haben will. Das heißt, wir nehmen die nächste PHP-Funktion und prüfen mit countModules, habe ich überhaupt auf dieser Position Logo, von meinem Include unten, habe ich da überhaupt ein Logo drin? Weil dann möchte ich erst den Div-Container ausgeben. Ansonsten brauche ich den ja nicht. Ich muss da ja nicht stylen. Man hat ja zum Beispiel, keine Ahnung, ich sage, bei dem div-Class gday habe ich einen Hintergrund von, keine Ahnung, rot, volle Breite. Das würde ich immer wieder sehen, obwohl ich da gar kein Modul drin habe. Also möchte ich diesen div-Container immer nur dann ausgeben, wenn auch ein Modul aktiv ist und was ausgegeben wird. Und das prüft ihr mit countModules und gebt die Positionen an. Damit sind wir eigentlich schon durch bei Module. Keine Fragen. Okay. Kommen wir zu Params. Wofür kann ich Parameter benutzen? Da sind euch eigentlich gar keine Grenzen gesetzt. Das könnt ihr bis auf die Spitze treiben. Ich möchte zum Beispiel mein Template, was ich habe, kopieren und möchte in einem Template-Style
eine andere CSS-Datei haben, als die standardmäßig genommen wird. Also gehe ich in meine Templates Details XML, schreibe mir meinen Config da rein. Zur Erklärung, und zwar haben wir den Config-Parameter Fields mit dem Parameter Name, mit den Name-Params, sagt, alles, was da drin steht, schreibst du als JSON-String in der Tabelle in, dem Ordner, in die Tabelle Params. Es ist wichtig, dass wenn ihr Konfigurationsgeschichten schreibt, müsst ihr die in Fields Name Params deklarieren. Das Fieldset sorgt dafür, dass ihr in eurem Template, das zeige ich euch auch gleich, Tabs habt, wo ihr durch, kann ja auch mal sein, dass ihr sagt, okay, ich brauche einen Tab Google Fonts, auf den anderen will ich irgendwie, keine Ahnung, was will ich noch, meine CSS-Datei zum Beispiel auswählen oder so, da will ich nicht alle untereinander die Parameter haben, sondern möchte die auf Tabs geschoben haben. Dann müsst ihr die Parameter halt in Fieldset setzen. Ich lege mir meine Blue CSS an, weil ich halt gesagt habe, ich möchte einen anderen Hintergrund oder eine andere CSS-Datei haben. Und die möchte ich nachher auswählen. Wenn wir uns jetzt die Config angucken, das ist jetzt schon sehr High-Level. Es gibt auch einfachere Field-Deklarationen. Hier haben wir den Typen FileList. Und FileList ist ein Typ, der liest einen Ordner aus nach Dateien und zeigt mir die Dateien an, die da drin geladen werden. Wenn ich da jetzt eine Datei auswähle, wird diese gespeichert in CSS FileName, also da oben das. Wenn ich noch nichts deklariert habe, nimmst du Default CSS. Klar, wir haben hier wieder unsere Übersetzung. Hier sage ich, welchen Ordner sollst du bitte gucken, wo die CSS-Dateien drin liegen. Also ich gucke hier in Templates GDay 2016, das ist unser Template-Name und ich habe die Blue CSS in CSS gelegt. Dann sage ich, bitte gebe mir nur Dateien aus mit der Endung CSS. Es kann ja auch sein, dass da irgendwas anderes drin liegt, was ich gar nicht haben möchte. Und das andere müssen wir jetzt nicht erklären. Und hier sind wir halt auch bei dem Tab, weil ich eben gerade gesagt habe, mit Fieldset hatten wir Advanced den Namen, das ist der Tab. Hier sehen wir schön, ich habe es nicht übersetzt, den Sprachstring, aber wir haben jetzt hier unsere Ausgabe von unserem CSS-Ordner. Da wähle ich jetzt die Blue CSS aus und muss natürlich jetzt meine Index.php, wo ich das CSS reingeladen habe, ein bisschen anpassen. Ich muss mir mit App JFactory Get Application muss ich mir eine Instanz generieren von der Site, vom Frontend. Da stehen dann alle Parameter drin, die es so gibt. Man kann da mehrere Geschichten machen, und zwar brauchen wir das hier. Ne, ich instanziere mir hier eine Instanz von Get Application und hier gibt es eine Funktion Get Template, das ist das, was jetzt gerade aktiv ist, und hole mir die Parameter daraus aus dem aktiven Template und speichere mir die in Params. Und hier unten lasse ich mir den CSS-File-Namen ausgeben, den ich eben gerade abgespeichert habe, und zwar mit Params Get CSS-File-Name. Ich sage, okay, Params, guck bitte nach einem Parameter, der CSS-File-Name heißt und gebe mir den aus. Wenn ich natürlich noch keine Abspeicherung gemacht habe vom Template, ich bin noch nie in dieser Ansicht gewesen, in der wir jetzt gerade waren, und ich habe nichts abgespeichert, würde ich hier nichts drin stehen haben, wenn ich nicht hier einen Default-Wert einspeichere. Es ist immer wichtig, wenn ihr so Parameter benutzt oder sowas, dass ihr auch einen Default-Wert abspeichert. Jetzt passiert Folgendes, er geht die Parameter durch. Wenn der gesetzt ist, speichert das rein. Im Moment haben wir Blue CSS ausgewählt, also würde das drin stehen. Und ja. Und hier unten müssen wir dann dementsprechend hier unsere CSS-File ablegen. Wenn wir uns jetzt die Startseite angucken, sieht sie so aus. Ich hatte in die Blue CSS Background Blue reingeschrieben. Da sind wir auch schon durch mit Params. Jetzt wollen wir vielleicht nicht nur irgendwie so eine Standard-CSS-Geschichte drin haben, sondern auch vielleicht ein HTML-Framework wie Bootstrap. Also müssen wir uns erstmal raussuchen, welche CSS- und JavaScript-Dateien brauchen wir. Das heißt, ihr geht auf getbootstrap.org oder .com oder sowas heißt das, oder Foundation, UI-Kit oder sonst was. Holt euch eure CSS- und JavaScript-Dateien, die ihr braucht, und speichert die in euren CSS-Ordner und in den JavaScript-Ordner. Bei Bootstrap brauche ich halt eine Bootstrap.js, eine jQuery-Min und damit das Ganze noch funktioniert, hier die Tether-Min.js. Und halt die Bootstrap-Dateien, da habe ich jetzt halt eine Min und eine Bootstrap-Normal. Die Min ist halt minimiert und die haben wir in unserem Ordner drin.
Da brauchen wir auch nichts weiter angeben, weil in unser Template Details XML hatten wir die Folder CSS und JS ja schon angegeben, da brauchen wir nichts anpassen. Wir müssen jetzt halt einfach nur diese Dateien in unserer Index.php mit angeben. Und wo ist mein Mauszeiger? Das machen wir dann halt. Zwei CSS-Style-Sheets brauchen wir, und zwar einmal die Bootstrap-Min. Unseren Style wollen wir trotzdem irgendwie haben, falls wir was überschreiben wollen oder sowas, unseren eigenen Style. Weiter unten fügen wir dann halt unsere ganzen JavaScript-Dateien an. Dann brauchen wir halt noch einen Viewport, damit das Ganze responsive ist. Und das andere brauchen wir, glaube ich, für Internet Explorer, also das hier. Genau. Alles andere kennt ihr, das ist die ganz normale Index.php. Unten haben wir noch weitere Anweisungen. Wir wollen unten ein Menü haben. Ich habe mir eine neue Modulposition Menü angelegt, rendere mir hier dementsprechend mein NAV-HTML-Tag aus für Bootstrap mit einem bestimmten CSS-Klassen. Hier lasse ich mir einen Link ausgeben, der immer auf die Startseite führt, und lasse mir hier hinten den Site-Name ausgeben, das ist der Seitenname, der in der Config drin steht. Hier rendere ich das Menü raus. Dann brauche ich einen Div-Container, der sorgt einfach dafür, dass alles zentriert ist im Bootstrap. Und dann habe ich hier dementsprechend halt einfach mein Div-Container-Starter-Template, wo meine Komponente ausgegeben wird. Da könnt ihr jetzt natürlich auch eine Sidebar reinrendern, euren ganzen HTML-Code und sowas alles reinspeichern. Das ist euch überlassen. Ich möchte euch einfach nur zeigen, was kann man machen. Das sind so die Standards, wie man starten kann. Und somit hätten wir eigentlich dann auch diese Ansicht. Jetzt fällt uns was auf. Oben die Menügeschichte sieht ein bisschen bescheiden aus. Das liegt einfach daran, dass man eigentlich keine Kontrolle hat, was Joomla in Mod-Menü ausgibt. Da wird eine URL-Liste ausgegeben, die irgendwelche Styles drin hat, irgendwelche Links, LI-Geschichten, also eine Liste. Und da müssen wir was reinspeichern. Und dafür brauchen wir ein Override. Wir müssen jetzt für das Mod-Menü müssen wir ein Override schreiben, damit das Menü genauso ausgegeben wird, wie es Bootstrap braucht. Und das machen wir, indem wir das Template auswählen, gehen auf Overrides erstellen, suchen uns das Mod-Menü raus. Dann hat er uns das erstellt. Dann können wir auch den Dateicode direkt in dem Template-Ordner öffnen. Das ist jetzt sehr schnell, aber gehen halt in den Override rein, den wir erstellt haben. Wir brauchen in dem LI-Tag eine CSS-Klasse NAV-Item. Und wir müssen den Link noch anpassen, und zwar muss der A-Tag eine CSS-Klasse erhalten, und zwar nämlich NAV-Link. Und dann sind wir mit einem Override, was wir erstellt haben, fertig. Das heißt, wir haben eben gerade ein Mod-Menü erstellt, ein Override für Mod-Menü in unserem Template, sind reingegangen, haben die Datei erstellt, haben unsere Änderung reingespeichert und wir sind fertig mit unserem Override. Und unser Template sieht dann dementsprechend so aus. Das Menü sieht schick aus und unser erstes Bootstrap-Template ist fertig. Und dann bin ich eigentlich auch schon gleich durch fertig. Hier unten auf dem Link findet ihr meine komplette Präsentation. Das Template, was ich hier erstellt habe, wenn ihr auf diese Präsentation geht, könnt ihr euch hier runterladen. Das ist ein Link zu GitHub. Und habt ihr noch weitere Fragen? Ja. Du meinst jetzt, was weiß ich, links möchte ich was haben, rechts möchte ich was haben. Das ist das, was wir uns angeguckt haben mit Logo, wo ich die Class GDay hatte. Da prüfst, also du sagst, ich brauche jetzt Left, eine Position Left. Dann generierst, machst du GDoc Type Modules Name Left, renderst darum halt dein CSS, prüfst mit da musst du über CSS alles stylen. Also da musst du dann sagen Float Left oder wie auch immer. Und wenn du Bootstrap nimmst, kannst du halt auch die CSS-Bootstrap-Klassen wie CoolMD12 oder sowas benutzen und die musst du halt dann rumrendern. Da gibt es aber auch einige Templates, die das schon mitbringen. Eins davon ist eins, was ich erstellt habe, aber da will ich heute eigentlich gar nichts erzählen zu.
Wenn ihr den Link hier von meiner Präsentation hier findet, das G-Day Template, guckt einfach mal auf meinen Username in GitHub. Da gibt es ein Repo, das nennt sich Kicktemp. Kicktemp, genau. Und Kicktemp ist ein Template, was halt Bootstrap generiert, hat dann halt Sidebars und da kann man das erstellen. Ja, Fragen, wenn ihr weitere Fragen habt, könnt ihr mir die gerne auch auf Twitter oder sowas stellen. Und dann bedanke ich mich.